Dreijähriger mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen. Bei einem häuslichen Unfall in einem Wohnhaus an der von Galenstraße hatte sich am Mittwochabend ein dreijähriger Junge schwer verletzt. Offenbar hatte der Junge versucht, auf einem Fernsehschrank zu klettern, wobei dieser umkippte und samt Fernseher auf den Jungen stürzte. Aufgrund der Schwere der Verletzungen des Kindes forderte der alarmierte Notarzt sofort einen Rettungshubschrauber an, der kurz darauf auf einer Wiese an der Dingspaloer Straße in Höhe des Tunnels landete und den Jungen von dort in eine Klinik nach Münster flog.